Und dann kam eben die Sache raus, ja, Betriebe zu suchen, die sich der Sache stellen, Versuchsanbau zu machen. Da hat sich die Geschäftsführung für entschlossen und wir sind dann als Erste im Prinzip an die Öffentlichkeit gegangen, dass wir gesagt haben, ja, wir bauen BT-Mais an, versuchsweise. Und so ist es nur 2 Jahre her. Und wenn man mit irgendwelchen Sachen angefangen hat, kann man nicht halb aufhören. Und so haben wir dann dieses Jahr uns entschlossen, großflächig mal, naja, das sind 46 Hektar anzubauen, um auch ein Zeichen zu setzen. Und ich bin mehr oder weniger zufällig da auf dem Bio-Bauernhof gelandet und habe mich Hals über Kopf in diese Arbeit verliebt. Ich meine, eine der wichtigsten Säulen im ökologischen Landbau ist, dass es absolut frei von Gentechnik ist. Und wenn das, wenn Gentechnik auskreuzt, dann kann ich das nicht mehr sagen, dass also meine Produkte wirklich hundertprozentig frei sind von Gentechnik. Und das ist, also ja, damit sehe ich meinen Beruf akut gefährdet. Oder den Ökolandbau überhaupt akut gefährdet. Dann habe ich aber beschlossen, dass ich dann doch lieber in die Wissenschaft gehe und habe angefangen, Biologie zu studieren. Habe dann in Bielefeld mein Diplom gemacht, schon im Bereich Genetik, molekulare Genetik bei Bakterien. Bin dann übergewechselt zu den Pflanzen und habe während meiner Promotion dann den Auftrag bekommen, eine herbizidresistente Pflanze zu machen. Und das fand ich ganz fürchterlich, aber sowas kann man doch nicht machen, sowas Schreckliches und solche Pflanzen dürfen nie raus. Ich mache jetzt die Begleitforschung dazu. Ich beweise jetzt, diese Pflanzen sind gefährlich und die darf man nicht raussetzen. Das habe ich versucht, es ist mir nicht gelungen. Die Pflanzen waren nicht gefährlich. Das hat sich im Laufe des Lernens dann halt eben verändert. Je mehr man darüber weiß, umso klarer wird es, wo könnte wirklich ein Risiko liegen. Und das kann man dann nehmen, sich angucken, sagen, ist es da oder ist es nicht da? Und wenn man es dann feststellt, ist es nicht da, ist die Sache in Ordnung. Und so verliert sich langsam dieses Diffuse. Es ist eher so ein Gefühl, im Nebel zu stehen, den man am Anfang hat und sagt, da ist irgendwas Geheimnisvolles hinter diesem Nebel. Und je mehr man da durchgeht, je mehr man erkennt, umso klarer wird das Ganze und umso weniger bedrohlich wird es. Zuerst muss man sich einen Organismus suchen, der das macht, was wir gerne hätten. Zum Beispiel ein Bakterium, das biologisch abbaubaren Kunststoff herstellt. Um diesen Stoff zu machen, muss das Bakterium ein bestimmtes Gen dafür haben. Dieses Gen kann man heraustrennen und in eine Pflanzenzelle hineintransferieren. Eine dieser Methoden benutzt das Agrobakterium tumefaciens. Dieses lebt im Boden und wartet darauf, dass in der Nähe eine verwundete Pflanze wächst. Die Pflanze stößt bestimmte Stoffe aus, um die Wunde zu heilen. Das merkt das Agrobakterium, wandert zur Pflanze und infiziert sie. Dazu bringt es ein Stück seiner DNA, einen Plasmidring, in die Pflanzenzelle hinein. Deshalb wächst an der Wunde ein Tumor, in dem das Futter für Agrobakterium produziert wird.
Das ist ein natürlicher Vorgang, den wir uns zunutze machen. Dazu trennen wir ein Stück DNA aus dem Plasmidring heraus und setzen die Gene ein, die unseren interessanten Stoff produzieren. Das Acrobacterium schleust dann dieses Gen in den Zellkern der Pflanze hinein. Nun kann die Pflanze den interessanten Stoff in jeder Zelle bilden. Die Pflanze ist jetzt ein genetisch veränderter Organismus und wird kurz GVO genannt. Bei Tabak nimmt man eben Blattstückchen, bei Kartoffeln auch. Und bei Raps nimmt man so diese kleinen Stängelchen von den Keimlingen. Und dann wird an jedem Ende, seht ihr, da kommt ein Fetzchen raus, ne? Da auch. Das werden dann gentechnisch veränderte Rapspflanzen. Und deshalb habe ich mich dann immer konzentriert auf diese Bereiche, was wäre als gentechnisch veränderte Pflanze nützlich für eine nachhaltige Landwirtschaft, also was würde Landwirten, Umwelt und so weiter helfen. Und dann nachzugucken, ist das wirklich so? Also sind die gut für die Umwelt, sind die gut für den Verbraucher und so weiter. Hier sehen Sie richtig schöne Pflänzchen schon, die da rauskommen. Der Geschäftsführer hat mich damals gefragt, ob ich damit persönlich Schwierigkeiten hätte, BT-Mais, also genveränderte Pflanzen, im Betrieb anzumachen. Ich habe gesagt, nein, ich bin eigentlich dafür. BT steht für Bacillus thuringiensis. Dieses Bakterium wird in der Landwirtschaft bereits als Insektenmittel benutzt. Die Raupen des Maiszünslers fressen sich in den Stängel hinein, wandern durch die Pflanze bis nach unten, wo sie sich verpuppen und überwintern. Da die Pflanze nun innerlich ausgehöhlt ist, knickt sie bei Wind leicht ab. Wasser gelangt in die Löcher und Schimmelpilze gedeihen. Die Ernte ist ruiniert. Durch die Gentechnik ist es möglich geworden, die synthetische Form des Bacillus thuringiensis direkt in die Pflanze einzubauen, sodass der Maiszünsler beim Verzehr der Pflanze stirbt, da das BT toxisch auf ihn wirkt. In jeder Zelle der Pflanze wird nun das BT-Toxin gebildet, auch im Pollen und in den Wurzeln. Ob das BT-Toxin auch andere Geschöpfe beeinträchtigt oder wie es sich auf die Bodenorganismen auswirkt, wird derzeit untersucht. Also wir haben im Betrieb, Befall ist da und er wird auch von Jahr zu Jahr stärker. Und in normale Insektizide haben, wenn man ganz genau auf den Punkt kommt, so irgendwo 60-80% Wirkung, aber es sind Insektizide, die in die Umwelt eingebracht werden. Ist dann immer die Frage, Pest oder Cholera? Die ökologische Landwirtschaft vor denjenigen, die das erfolgreich machen und damit ihr Lebensunterhalt verdienen, muss man den Hut ziehen. Sie haben nicht die Möglichkeiten, in die Trickkiste zu greifen, um sich gegen gewisse Dinge zu wehren. Sie sind der Natur ihren Willen vollständig ausgeliefert. Das muss man so sagen. Aber andererseits muss man natürlich auch mal wieder sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung ernährt sich davon, sind bereit, diesen höheren Preis zu machen? De facto sind wir heute in Deutschland 4% von der Fläche und in Mecklenburg-Vorpommern 9% von der Fläche, die also ökologisch angebaut werden. Dafür ist ein Markt da, der wächst auch und der muss auch bedient werden. Inzwischen haben wir ganz viele verschiedene Betriebszweige. Wir machen Waldbau, wir machen immer noch Mutterkuhhaltung, wir machen Ochsenmast, wir haben eine Hühnerfarm mit dabei, wir machen Ackerbau. Auf dem Acker produzieren wir Saatgetreide, Saatkartoffeln und Kartoffeln. Und wir züchten auch Pferde, die wir damals aus Südamerika mitgebracht haben. Und wir haben so ein bisschen aus
Frust, in einem kleinen Wutausbruch, haben wir dann hier mit 10.000 Hektar diese gentechnikfreie Zone geschaffen. Das war auch die Idee, ein bisschen Pressewirbel damit zu machen, damit die Regierung mal aufmerksam wird auf die Probleme, die damals anstanden. Soja redet keiner mehr davon, sagen wir mal so 99% Soja in der Tierhaltung ist aus genveränderten Sojabohnen. Da diskutiert schon gar keiner mehr. Und Soja ist 50% Gentechnik, weil nach heutigem Stand der Technik ist Tierproduktion ohne Soja gar nicht möglich. Wenn jemand versucht, gentechnikfreie Sojaschrot zu bekommen, ja, der wird wahrscheinlich um die Welt reisen müssen. Und es gibt ja auch schon Supermarketten, so wie die Edeka Nord, die einfach sagt, also unser Soja kommt aus diesem einzigen letzten brasilianischen Hafen, wo wir gentechnikfreies Soja kriegen. Es ist so, dass im konventionellen Anbau Soja aus Amerika verfüttert wird an die Milchkühe und auch an die Schweine. Und das kostet halt, ist halt billiger, ist aber nicht billiger, weil es billiger produziert werden kann, sondern weil das genfreie Soja teuer untersucht werden muss. Das war halt vorher gentechnikfrei, jetzt müssen die weitermachen, die müssen jetzt untersuchen und nicht die, die jetzt was anderes da machen. Also konventionell produzierte Milch ist mit gentechnisch veränderten Futtermitteln garantiert in Berührung gekommen. Ja, das Tier hat natürlich nochmal einen Filter, nicht? Aber ganz logisch ist es nicht, dass da keine Kennzeichnungspflicht für besteht. Wenn Sie eine Kuh füttern mit gentechnisch verändertem Futter, dann ist natürlich auch im Fleisch in der Milch nicht nachweisbar, weil die sind ganz normal wie immer, völlig unverändert. Ist ja auch alles untersucht worden. Aber trotzdem ist es für mich nichts anderes als das Öl. Ja, und deshalb denke ich, sollte man das kennzeichnen. Weil wenn man sagt Verfahren, dann war in dem Verfahren auch die Gentechnik beteiligt. Sogar viel direkter und viel stärker. Und deshalb sollte man das auch kennzeichnen. Wenn Sie es überall raufschreiben können, brauchen Sie es nicht raufschreiben. Fakt ist aber, dass die Leute keine Gentechnik auf dem Teller haben wollen. Fakt ist, dass wir ein Gentechnikgesetz haben, wo gekennzeichnet werden muss. Fakt ist, dass da aber eine große Lücke ist. Das heißt, die tierischen Produkte müssen nicht gekennzeichnet werden. Dass man das einfach nicht mehr auseinanderhalten kann und dass man sich als Verbraucher eben nicht entscheiden kann. Ich will keine Gentechnik essen. Und dass ich diese Entscheidungsfreiheit dann nicht mehr habe, das empfinde ich persönlich als Vergewaltigung. Ja? Dass ich im Prinzip dann nach Österreich gehen muss, um gentechnikfreies Essen zu essen. Das sehe ich nicht ein. Das finde ich einen absoluten Einschnitt in meiner Lebensqualität. Ich binde meine Tomatenpflanzen fest, weil die nicht von alleine stehen und weil die an diesen Bändern dranhängen müssen gewissermaßen. Nö, mit klassischer Züchtung hat es, würde ich sagen, überhaupt nichts zu tun. Einfach dadurch, dass die Artgrenze übersprungen wird. Jetzt müsste man natürlich im Urschleim anfangen und sagen, wo kommen denn die Getreidearten her? Wo kommt denn der Roggen her zum Beispiel? Mhm. Den hat der liebe Gott ja auch nicht irgendwann mal so vom Himmel geschmissen, ja, sondern der ist ja auch durch Züchtung in diesem Fall entstanden. Und da werden ja auch Artgrenzen, genau, übersprungen. Der ist ja auch Raps selbst ist ja auch eine Kreuzung zwischen verschiedenen Arten. Nicht? Also das ist ja kein, auch, ja genau, der, ja, Raps ist ja auch keine Wildpflanze, nein, die man sich irgendwann mal genommen hat und hat gesagt, wir tunen die mal so ein bisschen, bis der Ertrag stimmt und kreuzen die mal so ein bisschen oder selektieren immer wieder so die besten raus. Und viele sind ja viele Sachen sind ja dadurch entstanden. Die Argumente der Forscher sind ja immer die, dass sie sagen, wir haben ja immer Gentechnik verändert, wenn wir gezüchtet haben und gekreuzt haben.
Das haben wir auch. Bloß nicht so schnell und nicht so tief eingreifend und nicht eben gattungsüberspringend. Nicht? Wenn wir vom BT-Mais reden, das ist Bacterium thuringiensis, da wird eben ein Bakteriengen in die Pflanze eingebaut. Das können wir mit Züchtung nicht. Das ist neu. Parzelle S16. Ja, aber es ist wie gesagt mit diesem Thermotex, es ist ja nicht gedacht, dass der Landwirt dann nachher kommt und rollt da sein Thermotex aus und macht das da, weil da müsste das ja auch die entsprechende Höhe haben, sonst ist der Effekt ja ein ganz anderer. Es geht ja einfach wirklich darum zu gucken, wenn man einen Versuch macht, da könnte man diese Barriere verwenden, weil man, wo man noch nicht weiß, was mit dem Raps, der innen drinne jetzt wächst, was der für Eigenschaften hat, was könnte man dafür für Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um das irgendwie so ein bisschen zu vermeiden, dass der jetzt so doll auskreuzt. Aber die Pflanzendichte ist nicht so groß, aber es ist doch ordentlich hier. Ne? Ja, wir testen da einfach, inwieweit damit eine Minimierung des Pollenfluges möglich ist. Und das machen wir, indem wir dann zur Reifeprobe Namen durchführen entlang dieses Weges, den wir hier gerade gelaufen sind. Da war gestern Abend eine Behandlung, ne? Das ist einfach... Das ist hier der einzige Sommerrapsbestand weit und breit. Da kommen die Käfer dann und stürzen sich alle auf diesen Bestand. Sonst wäre das sicherlich nicht so massiv, wenn der Winterraps jetzt hier überall noch blühen würde. Aber andererseits war das ja die Idee dabei, dass wir jetzt den Sommerraps genommen haben, dass wir gesagt haben, dass jetzt nicht noch von den Landwirten, die hier rundherum den Winterraps stehen haben, dass dann womöglich diese Pollen von dem Transgenraps da auch noch hinfliegen. Es ist ja so, es ist kein geschlossenes System und dieser Pollen kann durchaus hier irgendwo rumfliegen und kann irgendeine andere Pflanze bestäuben. Irgendwie muss das dann ja gefährlich sein, wenn das so weitergetragen wird. Das ist uns auch klar, dass da irgendwie was rausgetragen wird. Aber ich denke eben, es ist vertretbar und das Risiko ist jetzt nicht so groß. Und es gehen keine gefährlichen Vorgänge da vonstatten dabei. Man müsste einfach auch den Leuten klar machen, das, was wir hier machen, das ist also fachlicherseits also so abgecheckt. Solange Feldversuche mit Mais und Kartoffeln gemacht werden, wo das Auswilderungsrisiko und der Pollenfluch nicht das Problem sind. Und wenn da gut drauf aufgepasst wird, dass nichts passiert, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich notwendig. Bei Raps ist es ein Desaster gewesen in Kanada. Ich glaube, da hätte es ausgereicht, die Erfahrung aus Kanada auszuwerten und hier erstmal mit Raps auf die Bremse zu treten. Das ist übrigens auch die Meinung vom Deutschen Bauernverband, zunächst keine Versuche und mit Freisetzung von Raps zu machen. Ja, vielleicht nachher gar nicht der Pollenfluch, sondern irgendeine menschliche Unzulänglichkeit im Versuchswesen, nicht? Dass sich da einer Sträußchen Raps mit nach Hause nimmt, weil es in der Vase so schön aussieht. Ich sag mal, das ist jetzt albern, aber solche Dinge passieren nachher und damit ist dann möglicherweise ganz schnell mal ein Unfall passiert, den wir dann nicht zurückholen können, nicht? Das Risiko ist vielleicht klein, nur die Auswirkungen sind riesengroß, nicht? Ich denke, mit der Koexistenz, das ist eine Illusion. Das wird nicht lange dauern und dann hat es massiv ausgekreuzt, das gentechnisch veränderte Zeug. Und wir werden keine Wahl mehr haben, ob wir gentechnisch veränderte Nahrung zu uns nehmen oder nicht. Weil es einfach überall drin ist, zu einem mehr oder weniger hohen Prozentsatz. Ich denke, das geht nicht.
sogenannte Koexistenz, ein Wort ja, im Prinzip kreiert von der PR-Wirtschaft der Agrogentechnik, nicht funktioniert. Das ist so, wie wenn wir ein Schaf und einen Wolf zusammen einsparen, sperren und gucken, was überbleibt. Ich habe ja vorgeschlagen, dem Bauernverband, und das ist auch in eine Vereinbarung gemündet, dass wir aufgrund der Erfahrung, die wir nicht haben, dass wir zurzeit den Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern einen flächendeckenden Anbau von gentechnisch veränderten Organismen, in Klammern die beiden Maissorten, nicht empfehlen können, weil wir erst Erfahrung sammeln müssen. Da lassen wir uns nicht von beeinflussen. Wir tun nicht irgendwo was, was eine Sondergenehmigung braucht, sondern das, was in Deutschland unter Einhaltung von der Anmeldungsfrist notwendig ist. Die Abstandsregelungen wurden festgelegt und sind auf 150 Meter, also zum Nachbarnbetrieb oder Nachbarn-Maisschlag von anderen festgelegt worden, haben wir auch keine Probleme mit. Wir reden von Koexistenz. Koexistenz ist wahrscheinlich nur dann möglich, wenn wir auch gentechnikfreie Zonen haben. Mit einem gesunden Menschenverstand weiß man, dass Koexistenz nicht möglich ist. Bienen fliegen 10 Kilometer in die Richtung und fliegen 10 Kilometer in die Richtung. Da hilft keine Hecke was und da hilft auch kein Sonnenblumenfeld zum Ablenken was. Das ist einfach nicht möglich. Technologie ist sehr jung, 25, 20 Jahre. Es gibt keine Langzeitstudien. Aber nach dem besten Wissen, Gewissen, was wir je jetzt abschätzen können, ist es eben das Sicherste, was wir im Moment auch ihnen bieten können. Man weiß nie, wie sich das immer entwickeln werden kann, aber nach jetzigem Zeitpunkt sind diese Pflanzen die sichersten Pflanzen, die wir auf dem Markt haben. Das ist absolut verantwortungslos, was sie machen. Können das nicht? Wie sollen die das denn verantworten? Es gibt ja Gentechnik noch nicht lange und ich meine, wenn sie es verantworten können wollten, dann müssten sie seit, was weiß ich, 25 Jahren ernst gemeinte Langzeitversuche machen. Die Langzeitstudien gibt es natürlich noch nicht, kann es auch nicht geben. Das würde ja bedeuten, dass wir jetzt, was weiß ich, Langzeit ist ja relativ, ne? Das ist für manche Leute 100 Jahre. Wenn wir so lange mit der Verwertung dieser Dinge warten würden, brauchten wir gar nicht erst anfangen, sie zu entwickeln. Wenn es mal zu einem Unfall kommen sollte, weil durch irgendwelche Eiweißstrukturveränderungen oder was auch immer Allergien ausgelöst werden, ja, dann ist die Panik wieder groß. Es gibt kein gentechnisch spezifisches Risiko. Es gibt nur Risiken, die entstehen, weil man Gentechnik benutzen kann und die sonst nicht entstehen würden, weil sie bestimmte Gene ohne Gentechnik niemals in der Pflanze kriegen würden. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Deshalb muss man die immer einzeln betrachten. Die BD-Pflanzen Giftpflanzen sind und dieses Gift auch ein Pollen ist und wo auch Untersuchungen Ansätze jetzt zeigen, jetzt fängt man an mit Untersuchungen machen, eigentlich eine Sauerei, dass da auch Bienen geschädigt werden. Es ist ja im Prinzip, die Maispflanze produziert ein Eiweiß, was stark selektiv wirkt im Magen-Darm-Trakt von der Larve des Maishünstlers. Eiweiße sind so und so in der Umwelt. Gibt es in Jena einen Professor, der da Untersuchungen gemacht hat, wo es dann zu Auffälligkeiten gekommen ist bei Bienenvölkern, die krank waren, die schon geschwächt waren. Die waren dann sozusagen signifikant noch mehr geschwächt gefüttert mit BT-Pollen als die Vergleichsvölker. Meine Aufgabe als Wissenschaftler war es, nach 5 Jahren die Problematik der Gensoja in Südbrasilien zu untersuchen, in einer Region, wo Gensoja aus Argentinien illegal eingeschmuggelt wurde. Nachdem die Bauern keine Chance mehr haben zu widerstehen, ist die Regierung sogar gezwungen worden, es zu erlauben. Diese
Diese Strategie kann ich hier schön beschreiben. In ganz Lateinamerika, das ist jetzt leider vorbei. Da kann man keinen Widerstand mehr leisten. Aber in Europa kann man es noch. Das Erste, was ich in dem Schwerpunkt meiner Diskussion oder meiner Forschung immer betone, ist, dass durch die Gentechnik eine monopolistische Kontrolle der landwirtschaftlichen Produktion stattfindet in einem solchen Maße, wie die Menschheit es bisher noch nie gekannt hat. Dass die Bauern gezwungen sind, weltweit gegeneinander zu konkurrieren, indem die Preise der landwirtschaftlichen Produkte sinken und gleichzeitig bei dem Einkauf von Betriebsmitteln gezwungen sind, gegen einen Monopol vorzugehen. Und das ist für mich eine Frage der grundlegenden sozialen Ungerechtigkeit in meinem Lande und auch weltweit. Es ist eine Lüge, dass man sagt, langfristig könnte es auch noch sein, dass herbizidresistente Pflanzen dazu führen, dass man weniger Herbiziden spritzt. Die Tatsache ist eine ganz andere. Gerade in diesen Bundesstaaten in Brasilien, wo man Gensoja angebaut hat, sind die Herbiziden, ist der Herbizideinsatz gestiegen und nicht das Gegenteil. Warum? Jeder Biologe weiß doch, dass es eine Resistenzbildung gibt. Jeder Biologe weiß doch, dass es nicht so einfach ist, wenn man bei einer Genstruktur was ändert, dass man da auch Nachteile hat, nicht nur Vorteile, bitteschön. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben da Probleme. Wir haben riesige Probleme, die wir noch nie gekannt haben. GV-Soja, Baumwolle, Mais und Raps wurden im Jahr 2005 weltweit auf 90 Millionen Hektar angebaut. Das sind ca. 5% der Weltanbaufläche. Der Anbau genetisch veränderter Organismen konzentriert sich auf 5 Länder: USA, Kanada, Argentinien, Brasilien und China. In 16 weiteren Ländern, wie beispielsweise in Deutschland, spielt der Anbau keine wesentliche Rolle und liegt meist unter 1% der Anbaufläche. 91% des Saatgutes von GVOs stammen von einer Firma, Monsanto. In Badingen hat ein Bauer gentechnisch veränderten Mais ausgesät, wo es ganz viele Menschen gibt, die die Absicht erklärt haben, diesen Mais heute rauszureißen. Ich muss ja so vorstellen, es gibt tausende von Kulturpflanzen, was Bauern und Bäuerinnen jahrhundertelang Prinzip gezüchtet haben. Das ist der Garant dafür, dass Menschen auf dieser Welt überleben können, weil diese Sortenvielfalt angepasst ist an bestimmte geografische und klimatische Bedingungen. Und wenn jetzt die Firmen diese neuen Hightech-Pflanzen anpreisen, ich habe Filme gesehen, dann denen wird das Blaue vom Himmel gelogen. Dann passiert halt Folgendes, dass die Menschen dieses alte Saatgut aufgeben, das neue Saatgut anbauen, dass sich auskreuzt, dass Lizenzen gezahlt werden müssen, dass die Firmen das patentiert haben, dass die Bauern es nicht mehr anbauen dürfen. Im Irak zum Beispiel dürfen die Bauern nicht mehr ihr eigenes Saatgut anbauen. Sie müssen das Saatgut aus Amerika nehmen. Das zeigt, worin das hingeht und das zeigt, dass man damit in Zukunft Kriege gewinnen kann. Und wenn man dann noch weiß, dass die Firmen Patente haben, sogenanntes Terminator-Saatgut, dass das Saatgut nur noch keimt mit dem entsprechenden Spritzmittel der entsprechenden Firma, das heißt Bauern und Bäuerinnen ist es nicht möglich, das Saatgut nachzubauen, dann weiß man, wo der Zug hingeht. Und das ist für mich eigentlich so das ganz Entscheidendste, die Abhängigkeit der Menschheit von einigen wenigen Konzernen. Wir setzen halt alles daran, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt, weil wir nicht solche Menschen sind. Es sind sehr viele Bauern, Imker und Gärtner anwesend. Diese Aktion ist nicht gegen die Polizei ausgerichtet, sie ist gegen die Agrogentechnik ausgerichtet und wir sind keine Zerstörer, sondern wir sind Bewahrer. Thank you.
Ich lasse mich nicht mehr von Argumenten überzeugen, die ich vor 10 Jahren hatte. Dass die grüne Revolution mehr produziert, damit man den Hunger bekämpft. Dass man durch eine einfache Lösung mehr Produktivität schaffen kann. Dass die Konzerne interessiert sind, den Bauern Alternativen einzubieten. Nein, die Konzerne wollen Profit und das sagen sie auch ganz deutlich. Ob das gerecht ist oder nicht, das sollen wir diskutieren. Vielen Dank. Den Hunger in der Welt könnte man in dem Stand jetzt sagen, aber die Weltbevölkerung explodiert. Und weil der Rohstoff, nachwachsender Rohstoff, jetzt auch für Energie gebraucht wird, wird im Meer noch mehr und höhere Erträge benötigt. Und deshalb werden wir bestimmt in einigen Zeiten einiges an Hunger noch mehr bekommen. Wir haben ja kein Problem, dass wir zu wenig Lebensmittel haben. Wir haben ein Problem, dass wir zu viel haben. Denn sonst würden die Preise nicht sinken. Nicht? Wenn was knapp ist, wird es teurer und nicht billiger. Und wir haben kein Problem, die Welt mitzuernähren in Europa oder in Industrieländern, sondern wir haben ein Verteilungsproblem. Insofern ist die Gentechnologie nicht unbedingt notwendig, um die Welternährung sicherzustellen. Dazu kann aus meiner Sicht im Übrigen die Biotechnologie und ein Teil davon kann die Gentechnik sein, kann dem entgegenwirken, nämlich quasi zu neuen Produktionsentwicklungen zu kommen und damit letzten Endes auch den Hunger oder auch den Klimawandel als solches zu beeinflussen, und zwar positiv. Würden wir einmal weniger Getreide an Tiere verfüttern, könnten wir schon doppelt so viele Menschen ernähren, ohne irgendwas in der Technologie zu ändern, nicht? Sie müssen ja überlegen, dass wir in der Anfangsphase sind von diesen Dingen. Wie lange gibt es grüne Gentechnik? 20 Jahre? Noch nicht mal ganz. Ich war von Anfang an dabei. Wir sind in dieser kurzen Zeit ziemlich weit gekommen. Aber noch längst nicht da, wo man sein muss, um zu sagen, das ist jetzt eine Technologie, die kann ich jetzt breit sonst wie anwenden. Viele Bauern sehen natürlich dann jetzt eine Perspektive darin, dass sie vielleicht irgendwann das Weizenkorn mit dem Apfelpflücker ernten können, weil es über GVO verändert wurde. Das sehe ich nicht so, aber ich sehe eine große Chance in der Energieproduktion.
züchterischen Fortschritt, neue Technologien, man muss sie mal ausprobieren. Und man muss sie ausprobieren, wenn man sie eigentlich noch nicht braucht, damit man sie beherrscht, wenn man sie braucht. Und vor 10 Jahren wurde gesagt, das Zeug steht überall in 10 Jahren. Ich sehe es nicht überall. Wir haben tausende von Kulturpflanzen. Selbst wenn der Mais verseucht ist, der Soja verseucht ist, der Raps verseucht ist, dann haben wir gute Chancen, andere Kulturpflanzen sauber zu halten. Deshalb bemühe ich mich ja auch immer sehr, diesen Mehl zu klären und reise durch die Lande und erkläre den Leuten, so gut ich das kann, was wir hier eigentlich tun. Und ich merke sehr deutlich bei den Leuten, die es dann verstanden haben, dass dann ganz viel passiert. Also dass auch Leute, die ganz strikt gegen Gentechnik waren, nachher sagen, okay, kann ich mir gut vorstellen, dass man damit auch was Sinnvolles machen kann, wenn man sanft und vorsichtig genug damit umgeht. Ich weiß nicht, wie die Leute, die Verbraucher dazu gebracht wurden, zu denken, dass alles billig sein muss. Und das alles, ja, also es ist jetzt nicht nur auf Nahrungsmittel bezogen, sondern dass eben generell so eine billig ist toll Mentalität herrscht. Und dass die eben auch noch eben sich auf die Lebensmittel bezieht. Eben nicht nur auf Gegenstände oder so, sondern eben auch auf menschliche Nahrung. Verantwortliches Gebrauchen von den Gütern dieser Erde schließt auch ein, dass man den Wert dieser Güter erkennt. Wir wissen ja auch, dass Züchtung und Veränderung von Saatgut nicht nur zum Guten ist. Wo sind die Grenzen des Erlaubten? Ich denke, die Chance bei der Agrogentechnik ist, das Thema Lebensmittelqualität wieder auf die Tagungsordnung zu bringen. Das heißt, den Leuten bewusst zu machen, was sie da eigentlich essen. Der Mensch isst, was er isst. Und das ist eine Riesenchance, dass man Leute dafür sensibilisiert, ihnen klar macht, dass man das jeden Tag in sich hineinschaufelt und dass es was mit einem macht.